Willkommen auf dem Kanal HP Wilkenfeld. In diesem Video will ich zeigen, was man mit alten Notebooks machen kann, wie man sie etwas schneller machen kann. Ich möchte die Zuschauer des Videos ermutigen, Schraubenzieher in die Hand zu nehmen, Computer zu öffnen, mehr Speicher einzubauen, eine SSD einzubauen. So, was habe ich gemacht? Ich habe einen langsamen Lenovo-Rechner zu Windows 8 Zeiten gekauft. Einen sehr preiswerten Rechner mit einem AMD-Prozessor mit zwei Kernen und 1 GHz Maximaltakt. Das ist leider zu wenig. Ich habe ihn kürzlich an einen Fernseher angeschlossen über ein HDMI-Kabel. Das ist links der rote Stecker. Deshalb ist auch der Bildschirm des Laptops abgeschaltet und ich benutze sozusagen den Fernseher als Bildschirm für den Laptop, für den Lenovo. Dieser Fernseher hat 1920x1080 Pixel, hat also eine viel höhere Auflösung als der 15 Zoll Monitor des Laptops. Der Prozessor des Lenovo ist ein AMD E1. Hier ist das HDMI-Kabel, das zum Fernseher führt. Und hier ist der Task Manager auf dem Fernsehschirm, der zeigt, der hat 5 GB Arbeitsspeicher. Davon kann er nutzen 4,4 GB. Der Rest wird von der Grafik gebraucht. Die CPU 1,0 GHz Basisgeschwindigkeit. Schneller geht es aber nicht. Die Basis ist auch die Höchstgeschwindigkeit. Zwei Kerne, zwei logische Prozessoren. So, jetzt gehe ich mal auf den Arbeitsspeicher. Arbeitsspeicher 5 GB. Ursprünglich hatte er 4 GB. Ich habe einem Asus Netbook 2 GB Arbeitsspeicher spendiert. Dazu musste ich das 1 GB, den alten Speicher, herausnehmen aus dem Asus Netbook. Jetzt hatte ich nutzlose, herumliegende 1 GB. Ich habe dieses Gigabyte hier in den Lenovo eingebaut. Deshalb hat er 5 GB jetzt. Er hat eine SSD, eine Toshiba TR200, spendiert bekommen. Ich habe die Originalfestplatte 1000 GB. Das sind echte 931 GB. Ausgebaut und eine Toshiba SSD eingesetzt. Die etwa 224 GB Kapazität hat. Und natürlich viel schneller schreibt und liest. Dann habe ich ein WLAN, eine GPU, gehört zum Prozessor des AMD, eine GPU, eine Grafikeinheit. Die nimmt sich einen Teil des Arbeitsspeichers. So. Der Zusammenfassung. Ein Laptop mit 1000 GB Festplatte und dem Betriebssystem Windows 8 hat am Ende jetzt, seit einigen Jahren gibt es das Windows 10 kostenlos. Natürlich habe ich den auf die neueste Betriebsversion upgedatet. Das kostet nichts. Wenn man eine Windows 8 oder 7 Lizenz hat, kriegt man Windows 10 umsonst. Er ist langsam. Der große Monitor ist hilfreich. Und er hat 1 GB zusätzlichen Arbeitsspeicher bekommen. So, wo ist jetzt die Festplatte, die Tausender Platte, die ich aus dem Lenovo herausgeholt habe?
Das zeige ich gleich. Jetzt drücke ich aber mal die Stopp-Taste, die Pause-Taste. So, weiter geht's im Video über Computerbastelei. Ich habe gerade erklärt, dass ich eine Tausenderplatte aus dem Lenovo herausgebaut habe, weil ich eine SSD dort eingebaut habe. Und der Lenovo hatte nur einen Steckplatz für eine Festplatte. Also musste ich die Tausenderplatte ausbauen und an die Stelle der Tausenderplatte eine SSD von Toshiba. So, jetzt hatte ich eine Tausenderplatte übrig und ich habe mir mal angeschaut, was ich sonst noch habe. Ein Medion, Akoya, liegt hier auf dem. Der liegt hier mit der Unterseite nach oben. Dieser Medion Akoya hat einen Pentium-Prozessor, zwei Kern, der etwas schneller ist. Etwa viermal so schnell wie der Prozessor des anderen Rechners. Den habe ich zum halben Preis bekommen, weil er ein Jahr lang gelagert war und immer noch Windows 8 hatte vor einigen Jahren. Ich habe ihn upgedatet auf Windows 8.1. Dann später, als Windows 10 kostenlos verfügbar war, auf Windows 10 abgedatet. Und er bekommt immer die neueste Version. Alle 4 Monate oder 5 Monate gibt es eine neue Version von Windows 10. Kriegt er immer spendiert. So, wenn man am Computer bastelt, man nimmt den Akku heraus. Der Akku, das ist das Akkufach. Den Akku nimmt man raus. Den Stromanschluss. Das Netzkabel entfernt man natürlich. Da ist also kein Strom angeschlossen jetzt. Und wenn man mit Speicherchips arbeitet, macht man Folgendes. Man läuft nicht mit Plastikschuhen in der Wohnung herum. Man lädt sich elektrostatisch auf. Um diese elektrostatische Aufladung abzuladen, wenn man am Arbeitsplatz angekommen ist, fasst man an den Heizkörper. Jetzt ist man über den Heizkörper, fließt die elektrische Ladung ab und man kann vorsichtig mit Speicherchips hantieren. Die Speicherchips sind bei dem Rechner, der Medion ist sehr, sehr bedienerfreundlich, also sehr freundlich für Reparaturen. Der hat hier eine große Inspektionsklappe. Da ist der Prozessor darunter und der Ventilator, den kann man mal reinigen, weil der Staub ansetzt. Und die Klappe ist ziemlich groß, die kann man wegschrauben. Dazu benutzt man einen Schraubenzieher, passend. Und hier unter diesen Lüftungsschlitzen sind die Speicherbänke. Da habe ich auf einen freien Platz den 1 GB Speicher, der übrig geblieben ist von dem Asus, hier eingesetzt, sodass, Moment, Quatsch, das habe ich bei dem anderen Rechner gemacht. Dem habe ich 4 GB Speicher zusätzlich spendiert. Ich bin jetzt durcheinander gekommen. Also hier sind die Speicherbänke. Dieser Medion bekam von mir spendiert zusätzliche 4 GB Arbeitsspeicher. Er bekam die Tausender Festplatte, die übrig geblieben ist, vom Lenovo. An der Stelle war eine 500er Platte. Und er bekam die Tausenderplatte als Datenplatte. Doppelte Speichervermögen für Daten. So, und hier unter der Inspektionsklappe befindet sich ein zweiter Steckplatz. Dieser Medion hatte zwei Plätze für Festplatten, hatte aber nur eine Festplatte eingebaut, eine 500er. Ich habe ihm eine SSD spendiert, eine 128er für das Betriebssystem und die Tausender hat er als Datenplatte bekommen. Der Rechner ist ausreichend schnell. Man braucht für solche Arbeiten Schraubenzieher, einen kleinen, und der Schraubenzieher wird mitgeliefert, wenn man eine SSD kauft. Für die kleinen Schrauben. So. Was muss man machen? Die Festplatten sind festgeschraubt mit zwei Schrauben. Die zwei schwarzen Schrauben hier. Die werden geöffnet. Dann zieht man, ich mache das jetzt nicht, aber man zieht,
dieses Gehäuse in diese Richtung, also nach links. Und hier ist die Festplatte eingesteckt. Hier sind die Steckkontakte für die Festplatte. Wenn man also eine neue Festplatte einbaut, wird diese hier entfernt. Die alte Festplatte sitzt mit zwei Schrauben befestigt, die rechts und links sind. Die sieht man jetzt nicht, aber die sind an der Seite befestigt. Nimmt man die alte Festplatte aus diesem Blechgehäuse heraus, setzt die neue Festplatte ein, schraubt sie fest, schiebt sie auf diese Steckkontakte und befestigt sie die Festplatte mit diesen beiden Schrauben, damit sie nicht wackeln kann, damit sie sich nicht lösen kann. Ja, die soll nicht bloß eingesteckt werden hier, sondern die soll auch noch fixiert werden. So, und mit der die SSD, die ich diesem Computer spendiert habe, wurde anstelle der ursprünglichen Festplatte eingesetzt auf den Z und dann das Betriebssystem von Windows 10 dafür habe ich mir einen USB-Stick erstellt und das Betriebssystem neu installiert auf diese SSD, die der hat. Und bei dem anderen Computer habe ich es genauso gemacht. Also Ermutigung, Schraubenzieher in die Hand nehmen, gucken, was kann man machen, was ist sinnvoll, eine SSD 128, eine 256er einzubauen, eine größere Festplatte einzubauen. So, wo ist jetzt die Festplatte, die übrig geblieben ist? Wer aufgepasst hat, hat gemerkt, Festplatte drüben beim Lenovo ausgebaut, hier eingebaut. Die Festplatte ist übrig geblieben. Wo ist die jetzt? Die würde jetzt nutzlos im Schrank liegen, aber es gibt externe USB-Festplatten, die man fertig kaufen kann. Da ist dann eine Festplatte drin, aber ich habe ja eine übrig. Ich brauchte also ein leeres Gehäuse einer USB-Platte. Kriegt man für wenig Geld, ich glaube 10, 15 Euro, ein Gehäuse einer externen USB-Festplatte, leer, ohne Festplatte, mit dem passenden Anschlusskabel, kann diese als externer Datenspeicher für Datensicherung zum Beispiel dienen. Da habe ich die 500er Platte, die übrig geblieben ist, eingebaut. Man muss nur zwei Schrauben öffnen. Hier unten zwei Schrauben. Das Gehäuse abziehen, dann hat man ein leeres Gehäuse. In das leere Gehäuse schiebt man die Festplatte rein. Die passen alle untereinander. Die Steckkontakte am Ende der Festplatte sind alle genormt und alle gleich. Eine Platte, die ich hier rausnehme, kann ich in ein leeres Gehäuse einbauen. Ich habe hier ein 500er Gehäuse für Datensicherung mit 500er Platte und Kabel und habe jetzt genug Material für Datensicherung. Das Asus Netbook hatte Windows 7 ursprünglich. Ich habe ihm 2 GB Arbeitsspeicher spendiert und Windows 10, aber das Windows 10 lief sehr langsam. Ganz klar, der hat einen Einkernprozessor Atom 455, N455 mit maximal 1,6 GHz. Einkernprozessor, der dem Taskmanager vorgegaukelt hat, er hätte 2 Kerne, also Hyperthreading oder wie das heißt. Ich habe diesen Netbook, das schon fast 10 Jahre alt ist, kürzlich Xubuntu spendiert. Ich habe das Windows verworfen, obwohl ich da eine Windows-Lizenz habe. Das habe ich das Windows 10 gelöscht und durch eine Linux-Variante Xubuntu 18.04 Longtime-Version ersetzt. Es ist praktisch, wenn man einen Rechner hat, der kein Windows hat, sondern ein Linux. Da braucht man keinen Virenscanner, die werden nicht angegriffen.
Und der läuft schneller mit Xubuntu als mit dem Windows 10. So, das sind die drei Rechner, die ich teilweise schon seit 10 Jahren habe. Der ist 10 Jahre alt. Der ist mittlerweile auch schon, der dürfte 8 Jahre alt sein. Der Lenovo. Mindestens 5, 6. Der Medion. Medion sehr bedienerfreundlich. Und ich möchte alle ermuntern, die Notebooks schneller zu machen mit SSD. Bei dem hat es was gebracht. Bei dem Lenovo hat es weniger gebracht. Das ist der Lenovo, der hängt jetzt am Fernseher dran, an einem 24-Zoll-Fernseher. Wenigstens habe ich einen großen Monitor. Wenigstens den Vorteil wollte ich nutzen. Aber man kann diesen langsamen Lenovo selbst wenn er eine SSD hat, nicht verwenden, praktisch zum Konvertieren von Videos. Es dauert Stunden, bis der fertig wird mit einem 30-Minuten-Video. Der Medion konvertiert Videos ungefähr 15-Minuten-Video in 15 Minuten, 30-Minuten-Video in etwa gut 30 Minuten. Und er kann ich kann damit Bildverarbeitung machen. Ich habe Nikon Digitalkameras. Da gibt es kostenlose Software von Nikon. Ich habe Pentax, Digicams, Spiegelreflex. Darüber später mehr, über zurzeit versuche ich ein M42-Objektiv an ein Pentax-Spiegelreflex. Ich versuche die Qualität des Objektivs herauszufinden. Ein uraltes Orestor aus der DDR, 50 Jahre alt, M42, 2,8-100 Orestor. Ich versuche, das soll gut sein. Das hat eine. Ich will sehen, was es bringt an Digicam. So. Comment down below. Ich ermutige euch, Arbeitsspeicher zu kaufen, SSDs zu kaufen, eure alten Computer etwas aufzupeppen und nicht gleich neue, teure Notebooks zu kaufen, sondern die alten Sachen möglichst lange zu benutzen. Der wird noch etliche Jahre mir dienen, der Medion Arcoya und der andere auch, solange es Windows 10 gibt. Und kaputt gegangen ist mir noch nie eine Festplatte oder Arbeitsspeicher oder Prozessor. Man muss beim Arbeiten sich erden. Man darf keine statische Elektrizität an die elektronischen Bauteile bringen und die beschädigen. Man erdet sich an der Heizung. Einmal hinlangen reicht und dann nicht mit Kunststoff-Plastikschuhen über den Teppichboden laufen und sich neu aufladen, sondern jedes Mal, wenn man aufsteht und durch die Wohnung läuft, sich neu erden, wenn man weiterarbeitet am Computer, um Speicher einzusetzen oder den Staub zu entfernen, der sich hier absetzt. So, Gruß an die Abonnenten. Schreibt auch mal Kommentare, diskutiert mit mir, wenn ihr wollt. Ich bin gerne bereit zu lernen oder Informationen und Kenntnisse weiterzugeben. Lebt alle wohl.